Ja, moin Leute und willkommen zu der zweiten Folge heute in Grounded. Warum zwei Folgen, hatte ich schon ein paar Mal erklärt. Zweimal die Woche kommen zwei Folgen, damit es hier ein bisschen vorangeht, weil wir nähern uns dem Release und ich habe hier noch einen Haufen zu bauen, ne? Also, wir haben vorher in der Folge ein bisschen ausgetrickst und es hat unglaublich geil gepasst. Also ich denke mal, wenn ich jetzt die nicht machen würde, wenn ich jetzt die Wände erst fertig bauen würde, könnte ich wahrscheinlich die nicht mehr einsetzen, weil die ja in die Wand reinklippen. So, ich habe das Ganze getauscht mit Grasböden, weil ich dachte mir, das ist so wie so an so einem Bahnhof wie, oder Bushaltestelle oder wie auch immer, wo man so eine Markierung hat mit Stopp, nicht weiter, weil Gefahr, ne? Ja, ich denke mal, ist ganz cool. So, die ersten Pilzziegel sind auch in der Mache. Apropos Pilzziegel, das müssen wir jetzt machen. Kree ist weg. Ich riskiere einfach den Sprung und guck nochmal, ob da hinten irgendwo eine Feder rumfedert. Dann machen wir uns nochmal in die Hupsi-Burg. Stopfen die gefundenen Federn da schnell rein. Und gehen uns Pilze sammeln. Na komm, ploppt nochmal einen auf hier. Oder zwei. Oder drei. Nee, diesmal sieht schlecht aus. Nö, nö, diesmal nicht. Also, dann zurück zur Burg. Dann machen wir uns nach da oben. Sammeln Pilze für die Pilzziegel. Und dann habe ich mir überlegt, je nachdem, wie wir noch die Zeit haben. Es kann halt auch mal passieren, dass so eine Folge ein bisschen länger geht. Aber je nachdem, wie viel Zeit noch ist, dachte ich mir, werden wir mal sehr viel in die Planung reingehen. Das bedeutet, hier werde ich es jetzt anders machen, wie ich es die ganze Zeit vorne in der Stadt gemacht habe, mit Häuschen für Häuschen. Hier werde ich erstmal tonnenweise Blaupausen vorplanen. Das heißt, ich hoffe, dass das Spiel dadurch nicht abstürzt oder sonst irgendwas, weil es wird viele Blaupausen geben. Das heißt, ich werde manche Gebäude schon vorplanen, mehrere, und werde auch gleich die Mauern und so mit vorplanen, Türme und was weiß ich was. Und so wie wir das Material haben, brauche ich es nur noch reinzustopfen und dann haben wir das Ganze. Ich denke mal, das wird der schnellste Weg sein. So, jetzt rennen wir aber immer los. Das Problem ist, Hupsi ist leider nicht schneller. Und machen uns mal schnell in die Burg, dass wir rüber in die Pilzzone kommen. Weil die sollten ja wieder nachgespawnt sein. Das ist ja jetzt ein paar Tage her. Dann holen wir uns da nochmal knapp 60 Pilze. Wobei, oh, das könnten wir uns auch sparen, weil wir haben sie erst geerntet. Das heißt, die 60 Pilzbrocken liegen drüben in der Kiste. Dann holen wir sie uns da. Weil ich habe knapp, ja, über 1000 Pilzziegel gebrannt. Und das reicht erstmal hier hinten, um den Rest zu bauen. Aber da sind auch Pilze, nehmen wir sie doch gerade mit. Wenn wir sie schon vor der Füße haben, ne? Gleich mitnehmen. Und wir nähern uns dem Wochenende. Oh, da kann ich jetzt schon mal wieder sagen, denkt dran, am Sonntag wieder einschalten. Da ist Livestream bei Mr. Catfish und bei mir, weil da geht ja auch wieder das Multiplayer weiter. So in der Regel zwischen 2 und 3 Stunden. Vielleicht auch mal länger, man weiß es nie. Im letzten Stream ging es ja nur 3 Stunden, weil wir den Absturz dann hatten. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Stündchen länger gesuchtet. Ist immer schwer da. Ist auch mal nicht schlecht. Ja, die hatten festen Schlaf. Dann werden wir hier jetzt ein paar Pilzbrocken holen. Dann sparen wir uns nämlich den Weg rüber. Und dann wollte ich nochmal im Radar gucken, wegen Federn. Da müssen wir nochmal kurz vorbeischauen. Hier ist was los. Gucken wir erstmal in den Radar.
Tagsüber müssten eigentlich die Lämpchen alle aus sein, finde ich. So, erstmal gucken. Federn. Oh, sind wieder ein paar zusammengekommen. Das meiste da vorne in der Zone. Sandkasten lasse ich jetzt mal nicht gelten. Und das könnte eine große Feder sein. Vielleicht Wagen. Hier liegt auch eine. Da gehen wir mal kurz hin und gucken. Und dann machen wir uns mal zur Hecke. Wo ist denn der Punkt? 144 in die Richtung. Okay. Holen wir erstmal die Pilzbrocken. Ne, wir holen nicht die Pilzbrocken. Wir gehen erst nach der Feder suchen. Ich habe es leider schon zu oft erlebt, dass man dann denkt, ach komm, wir holen noch schnell das. Und dann gehen wir zur Feder und bupp, ist die Feder weg. Gehen wir schnell mal hin, gucken mal. Können wir hier abkürzen? Nein, können wir nicht. Ah, für was wir diese Tore benutzen? Oh, schaut euch das doch mal an. Eine große Feder. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, ja, von hier kommen wir auch wieder rein. Da brauchen wir wieder kein Tor. Komisch, ne? So, das heißt, wir haben knapp 9 Federstücke wieder. Ja. Obwohl, die können hier offen bleiben. Hier bewegt sich ja eh nichts mehr. Die ballern wir gleich mal da oben rein. Was weg ist, ist weg. Okay, 7 Stück haben wir. Na, ich schau mal einen Meter mehr. Was sagt's Inventar? Der kann eigentlich weg. Weg. Dann holen wir uns die Pilzbrocken und dann reisen wir mal. Wollen wir. Ja, das ist jetzt die Frage. Gehen wir die Federn holen in der Giftzone, also da hinten, oder holen wir uns die eine an der Vogeltränke? Ich weiß es nicht. Vogeltränke ist halt das Fiese, das könnte eine große sein. Weil die vorne liegt. So, die nehmen wir alle mit. Die haben wir genügend. Ah, ich muss nochmal gucken. Wir könnten rein theoretisch auch die holen. Das ist schwer zu sagen. Warte mal, wo ist denn das? Die ist im Graben drin. Das könnte. Muss nicht, es könnte eine große sein. Könnten vielleicht auch 2 große sein. Wenn wir Glück haben, 3 große. Das heißt, dann hätten wir knapp, wenn wir Glück haben, 15 Federstücke. Ja, das sind halt Geschichten, die wollte ich eigentlich offscreen machen, aber das Problem ist halt, wenn jetzt doch so viele auftauchen, da kann ich jetzt nicht sagen, oh gut, dann spiele ich erstmal und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die Krähe sitzt gerade noch da. Wie fies ist das denn? Das ist doch fies. Mistvieh. Blödes Mistvieh. Komm, flieg weg und lass noch eine Feder da. Bevor es zu spät ist. Na gut. Ich sehe keine Feder. Doch da. Ha. Die könnten wir auch sehr schnell runterbekommen. Und guck mal, da kommen jetzt auch gleich die kleinen Jungspinnen. Die brauchen wir ja auch noch. Und ich renne wieder in der Ameisenrüstung hier rum. Ist ja klasse. Sechs Stück. Das ist doch schon mal geil. Das ist doch schon mal geil. Spinnchen, komm her. 5 Stück bitte. 1. Komm weiter.
Weißt du, rennen hier überall rum und dann steht mir hier und wartet? Ah. Komm, ein Baby noch. Ja? So, also, Map. Jetzt markieren wir uns die mal schnell. Und guckte mal da, die hätte ich gar nicht markieren müssen. Was ist denn hier heute verkehrt? Oh, die brauchen wir auch. Ja, komm, dich nehme ich auch noch mit. Jetzt noch eins unter der Federn. Wir haben schon wieder 10 Federstücke einstecken. Wie geil ist das denn? 11. Ist das nicht geil? So, und die nächste müsste hier eigentlich auch gleich liegen. Da. Auf der anderen Seite. Wisst ihr, wo die Feder liegt? Ich glaube, die liegt da oben drauf. Ah, oh, das ist wahrscheinlich wieder zu hoch. Das sehe ich so nicht, ne? Ach, nö. Da liegt sie. Aber es ist trotzdem komisch. Wir sammeln die mal ein, weil die liegt eigentlich nicht an dem markierten Punkt. Die liegt nicht am markierten Punkt. Das heißt, da könnte oben eine drauf liegen. Das wäre ja mal ein richtiger Glücksgriff. Oh, der muss weg. Das gibt's doch nicht. Komm jetzt runter. Auf jetzt. Mann. Okay, das war nur eine kleine. Komm, wir nehmen hier ein bisschen von dem Müll mit. Zwar nicht alles. Ist halt die Frage, wir gehen jetzt mal gucken. Entweder ist da oben was oder da oben ist halt nichts, ne? Wie ist mir denn da hochgekommen? Achso, ja. Ich glaube, ich weiß wie. Gehen wir einmal die Steine. Genau. Einmal rüber. Dann einmal. Ich glaube, das war leichter, da hinten lang zu gehen. Über den Stein. Was räumt ihr denn hier hinten auf? Ach, die ganzen Ameisen. Ja, macht weiter. Die killen nämlich einfach alle Rüsselkäfer. Finde ich nicht in Ordnung. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Komm, geht mir jetzt nicht auf den Geist. Ich habe was anderes vor. Das ist ein Fail. So. Jetzt bin ich mal gespannt, weil laut Punkt müsste dort oben eine sein. Oder will uns das Radar damit sagen, dass es ungenau ist? Ich weiß es ja nicht. Aber von oben können wir ja dann nochmal gucken. Weil, wie gesagt, wir haben die andere Feder hier eingesammelt, nicht da. Und da die Markierung geht genau in die Flasche. Also könnte... Wahrscheinlich ganz da oben und da komme ich nicht ran. Da sitzt eine Fliege. Ja, guckt's euch an. Da habe ich jetzt noch keinen Weg hoch. Oh, das ist doch jetzt fies. Was ist das? Ist das noch eine Fliege? Hier oben sind 3 Fliegen drauf. Seit wann das denn? Hm. Nur weg von den Fliegen. Die sind nicht gut.
Dann würde ich sagen, ziehen wir es durch. Wir rennen hier die Hecke entlang. Ich will wissen, ob da jetzt auch eine Feder liegt. Ja komm, euch brauche ich noch. Marienkäfer, was willst du denn? Aber ich glaube, den brauche ich ja auch noch. Also von daher, komm, kriegst du noch die Hammermassage. Öy. Brauchte ich den noch oder brauchte ich den nicht mehr? Das sind ja auch so ein paar Geschichten. Das will ich ja natürlich auch ganz gern noch vollkriegen, ne? 35 getötet, aber noch keine goldene Karte. 120 getötet und immer noch keine. Naja. Mal gucken, wie lange wir da noch brauchen. In der Sicht kann ich nicht spielen. Ah ne, das sind jetzt wieder die normalen Milben, die hier rumkeuchen und fleuchen. Und Rüsselkäfer, Bombi. Dann schauen wir mal, ob wir da noch die Feder kriegen. Wenn wir die kriegen sollten oder auch nicht, dann gehen wir die Mauer entlang wieder heim. Und dann können erstmal ganz viele Pilzziegel gebrannt werden. Und die Federstücke muss ich ja jetzt nicht gleich wieder zurückbringen. Die kann ich ja erstmal im Inventar lassen. Bisschen sammeln und dann ab und zu wieder zurück. Und verbauen. Aber da sieht man, man kriegt doch ganz schnell da das Zeug dafür zusammen. Ich glaube, die nehmen wir auch mal mit. Oh, guck mal, da liegt sogar noch ein Scap. Da liegt ja noch ein Scap. Ja, die braunen sammle ich eigentlich nicht gern, aber das ist halt besser wie nix, weil es kommt ja eh der gleiche Brei am Schluss raus. Stopp, das war falsch. Ob mit den braunen oder mit den grünen oder pinken, blauen, keine Ahnung. Habt ihr gesehen, wie riesig die sind? Stellt euch mal vor, so wachsen die im Blumentopf. Also in dem Dingens da, ne? Wupp. Guckt euch den doch mal an hier. Können wir ja schon bald drin wohnen. Ach, hier hinten liegen sogar wieder robuste Steine. Da habe ich auch gesehen, selbst in der, hinten bei Tone Island war selbst unter Wasser waren Modesteine. Ne, Stilsteine heißen die ja jetzt. Also die findet ihr anscheinend wirklich überall auf der Map verteilt, ne? Jetzt kommt hier ein Bombi. Das ist nochmal Ausdauer sparen, dass wir dran vorbeirennen können. Ja, alles gut. Ausgerechnet jetzt kriegen wir Hunger. Ausgerechnet jetzt haben wir wohl nichts dabei wahrscheinlich. Einer ist ganz hartnäckig uns immer noch hinterher. Nee, jetzt auch nicht mehr. Habe ich irgendwas zum Essen dabei? Nee, ne? Nee. Irgendwie nicht. Irgendwie wohl nicht. So, markieren wir uns mal grob die Feder. Aber die sollte eigentlich sichtbar sein. Ich hoffe ja, dass in Zwischenzeit hinten im Wasser vielleicht auch nochmal zwei Stück liegen. Dann hätte man jetzt in der Runde mal richtig viele Federn wieder abkassiert. So, und da brauchen wir jetzt noch Baumwanzen und die Termiten. Oh, ich sehe schon. Doch, es könnte. Es ist sogar eine große, ne? Eine große mit vier Stück. Na super.
Aber wir gucken trotzdem nochmal, ob mittlerweile hier hinten noch eine drin liegt. Ne, diesmal nicht. Diesmal nicht. Gut, dann jetzt Richtung Heimat. Beziehungsweise, das können wir auch beschleunigen, indem wir jetzt hier die Seilbahn nehmen. Zur Hupsiburg. Dann hauen wir gleich die Federstücke weg, wenn wir eh schon da sind. Und dann geht's in Richtung Hafen direkt. Da haben wir ja überall Seilbahnen hin. Warum laufen, wenn wir es viel bequemer haben könnten? Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? 16 Stück? Och, das ist doch eine Nummer. Das ist doch echt eine Hausnummer. Wenn wir das alle 2-3 Tage hinkriegen, dann ist das Dach da vorne ganz schnell fertig. Ah, das Ausdauerproblem. Ja gut, wir haben Hunger. Das ist halt das Problem. Hätten wir jetzt den Hunger nicht, dann hätte man ein bisschen mehr Ausdauer. Oder ein bisschen. Außerdem, hier oben liegen auch manchmal Federn. Aber diesmal nicht. Ja, komm. Hoffentlich sind wir schneller wie der, dass er angreift. Weg ist er. Da hinten gehen die Lichter an. Ey, die Atmosphäre ist cool gemacht. Und ich freue mich schon auf die neue Zone. Da auf jeden Fall. Das wird geil, dort zu bauen. Wenn ihr mal guckt, die neue Zone ist ja hier hinten. Aber hier haben sie ja auch Neues reingesetzt. Da der lilane Strauch, ne? Deswegen, das muss ich mir auch nochmal in Ruhe angucken, was sich da schon wieder alles geändert hat. Oh, das war nicht gut. Ah, geil. Die erste Reihe haben wir fast zu. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen nur noch 117 Stück. Sieht doch gut aus. Gehen wir gerade pennen. Dann verhungert Hupsi noch schnell. Hafen sieht man auch schon so ein bisschen. Ich denke, wenn die Mauer da noch angebaut ist und da noch ein paar Gebäude stehen, sieht bestimmt geil aus. Hier muss noch eine Beleuchtung hin. Na, das werde ich aber alles noch. Kommt noch. Erstmal schnell was snacken. Aber hier hatten wir schon gar keine mehr, nee. Aber, ach komm, wir gehen, wir hau ab, wir machen uns nach drüben. Ich brauche halt noch eine Seilbahn hier in die Burg, dass wir von da drüben in die Burg ran. Das ist das, was ich meinte. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal jetzt die ganzen Blaupausen setzen. Weil es ist jetzt unpassend, wenn ich einfach irgendwo jetzt einen Turm hinstelle. Das soll ja so ein bisschen mit an die Mauern passen, also vom Clipping her und allem. Und auch so langsam die Richtung, wo könnten die Wege entlang laufen, weil das sind so Spielereien, so kleine, die kann ich dann offscreen einfach schnell fertig bauen. Aber das muss halt alles erstmal geplant sein. Es ist halt schwer, das alles irgendwie durch den Kopf auszuplanen, ne? So, und dann hat mir jemand geschrieben gehabt, dass ich hier ein Eicheldingens drunter erstellen könnte. Ja, könnte ich. Die Idee war ja ursprünglich auch mal, ich glaube, bei mir auf dem Kanal wurde das zum allerersten Mal vorgestellt damals. Aber ich habe hier dieses Kohle-Dingens hier, den Holzkohle-Trinkflasche. Da könnte ich den ganzen Teich leer trinken. Also es macht für mich gerade keinen Sinn. Und ich will mir da jetzt auch nichts positionieren, weil ich erstmal hier einen Weg nach unten bauen möchte, ne? Ja, Pilze. Wir müssen uns um die Pilze kümmern. Pilze. So,
heißt, hier ist alles fertig. So, da alles rein. Okay, der Rest schaffen wir rüber. So, und dann könnten wir, rein theoretisch kann ich das, ne, kann ich nicht. Fangen wir mal mit den Grasplatten an. Das sieht doch schon mal gut aus. Und dann... Ah, die klippen nicht. Ich muss von unten her bauen. Okay, aber dann geht das auch voran. Wie gesagt, das ganze Konstrukt muss noch bis nach da vorne gezogen werden. Und hier kommen dann noch einige Gebäude hin. Ja, Platz für einen Turm. Platz für einen Turm. Ich glaube, es wäre schon... geil, hier einfach was drauf zu bauen. Das müssen wir uns mal kurz angucken, ob es hier irgendwo eine gute Möglichkeit gibt. Wir müssen halt höher liegen wie der kleine Turm in der Festung. Und wir müssen das so abpassen können. Oh, toll, das ist ja wieder klasse hier. Das so abpassen können, da was wir an der Kathedrale vorbeikommen. Weil die hat ungefähr die gleiche Turmhöhe wie unseren Ankunftsturm. Ah, man sieht es nicht. Das ist zu verschwommen, aber wir könnten. Nee, funktioniert nicht. Wir könnten höchstens noch den. Nee. Das bringt uns aber auch nichts. Naja. Ja, wir kriegen es nicht scharf. Nee, leider nicht. Da war ich schon ein paar Mal im Überlegen, ob ich die Hintergrundschärfe einfach mal deaktiviere. Kann man ja... naja, so rein theoretisch machen. Aber da müsste der Turm sein. Oder ist es das, der Turm? Ich weiß es jetzt nicht. Hier ist der hohe Turm. Nee, ist es nicht. Der ist da. Oder nee. Ach, keine Ahnung. Das ist halt hier aus so einem... schlecht rauszufinden. Aber wir müssen hier halt dran vorbei an dem Kathedralenkram. Ne? Das könnte Kathedralenturm sein und das könnte zweites sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Und da dahinter, glaube ich, ist der andere Turm. Und da müssen wir ankommen. Das heißt, wir müssen höher liegen. Und ich glaube, das ist schon zu niedrig. Da müsste ich wirklich einen Turm bauen. Oder man geht von der... Das wäre halt der einfachste Weg. Aber dann müssen wir trotzdem erstmal vom Hafen einen halben Kilometer marschieren, bis man hier vorne ist, ne? Dann kann ich auch die 200 Meter weiterlaufen und bin in der Burg. Aber das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Vielleicht kommt da so die eine oder andere Idee. Gut, dann sind wir bei 30 Minuten angekommen. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ja, wir haben ordentlich mal Federn sammeln können und haben jetzt die ersten Pilzziegel am Start. Das heißt, in der nächsten Folge, beziehungsweise morgen, werden wir dann gucken, dass wir das hier bauen und Blaupausen setzen. Ganz viele Blaupausen setzen. Perfekt. Und morgen kommt dann auch die nächste Cloud-Folge. Also Multiplayer. Gut, dann würde ich sagen, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.